Ja, moin Pyrus und herzlich willkommen zu einem kleinen Prospekt-Vorstellungsvideo auf meinem Kanal. Ja, ich habe in digitaler Form das Kaufland-Prospekt für dieses Jahr vorliegen. Und ich habe gedacht, gucken wir uns das Ganze gemeinsam einmal an. Also auf der ersten Seite, willkommen 2019, haben wir das Veko Rocket Planet 14-teilig für 7,99 und ein ganz großes Set mit 30 Raketen für 29,99, was letzter Preishammer sein soll, frage ich mich allerdings, aber auch. So, die Seite, die wir jetzt sehen, ist die Rückseite. Da haben wir verschiedenste Familiensortimente von ganz günstig bis hin zu teureren mit einer feineren Sortierung ohne Cut 1 und noch ein Made in Germany Sortiment, was den Highspeed Bombs relativ ähnlich ist. Aber dafür auch fast 3 Euro teurer. So, das ist schon mal eine interessantere Seite, die wir da jetzt haben. Da haben wir einmal ein Röhli-Rohr mit 210 Schuss. Die Double Thunder Einzelschüsser von Veko für 3,99. Die soll es ja dieses Jahr auch bei Lidl geben. Wahrscheinlich auch zum selben Preis. Da haben wir einen 100 Schüsser für 6,99. Relativ teuer. Die White Knight für 6,99. Dann haben wir die Gorilla Attack für 12,99, relativ geile Pyromult-Batze. Die Funky Soul 14,99 ist eigentlich auch ganz nett. Die Made in Germany Kanonschläge, zylindrisch. Dazu muss ich sagen, ich war dagegen relativ abgeneigt gegen die Dinger. Die habe ich letztes Jahr aber getestet. Das Video ist auch schon online. Die sind relativ gut. Hier steht extra auch nochmal Hinweis, dass weitere Sachen auch noch im Markt sind, also könnte es doch noch sein, dass die Bloody Mary zum Beispiel doch noch verfügbar ist. Ein bisschen Cut 1. Und die Bugano-Vulkane sind jetzt zwei Stück. Einmal der Color und der Gold Silber abgebildet. Mal gucken, ob es noch mehrere gibt. Und jetzt haben wir hier auch noch weitere Batterien, zum Beispiel der Wunderwutzi, die Fontäne. Für 1,99 kann man immer mitnehmen. Alien 2,99. Battle of Lions. Wahrscheinlich ähnlich mit der Hellboy oder ist sogar dieselbe. Nur eine Umlabelung. Aragorn. Und Interstellar Verbund von Veko. Den gab es aber letztes Jahr, habe ich im Prospekt vorhin gesehen. Bei ID Nord für 29,99. Ja, weitere Verbünde von Veko. Jetzt nichts Besonderes dabei. Und jetzt sind wir noch auf der Neuheitenseite. Danach war es das Ganze, glaube ich, auch schon wieder. Ja. Aber haben wir die Wunschrakete für 1,99. Die Goldrauschraketen für 8,99, also auch 1 € günstiger geworden. Dann haben wir unter Neuheiten noch verschiedene Leuchtsortimente von Veko. Das Stargate. Da haben wir auch noch eins mit neuartigen Fontänen. Die habe ich sogar noch gar nicht gesehen. Und noch ein großes Zombie Town mit verschiedenen kleinen Batzen. Dann haben wir einmal 59 Schüsser für ein 20. Die Boombox für 29,99 kann ich nur empfehlen. Die sieht auf dem Video echt geil aus. Ja, dann noch eine Pyromut-Batze als Neuheit. Und die Wolkenglitzer, eine Doppelgoldbatterie. Goldbatterie, die kann man sich wirklich mal gönnen von der Beschreibung her. So, hier noch einmal das Ganze auf einer Seite. Also abschließend lässt sich zum Kaufland-Prospekt eigentlich sagen, es sind wieder ein paar nette Sachen im Prospekt dabei. Und letztlich, wie man das hier unten ja auch schon so schön sehen kann, hat jede Filiale meistens auch immer noch mehr liegen, als im Prospekt ist. Also es lohnt sich durchaus, dort auch vorbeizuschauen. Ja, bis dahin auf jeden Fall und wir werden uns in den nächsten Tagen bei weiteren Videos wiedersehen und wahrscheinlich auch demnächst bei dem ersten Papierprospekt, was uns dann offline vorliegt. Bis dahin und noch einen schönen Abend und einen schönen dritten Adventssonntag. Ciao!